Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 5. Letzte Part sind wir nach Volros geflogen, ins kleine Städtchen, haben mitgekommen, dass sie von Wasserkristall angetrieben werden und ich habe auf 60 von 70 AP trainiert. Hat gar nicht so lange gedauert, nur 10 Minuten. So, willkommen ins Schloss von Volros mit einer geilen Musik. Hey, hallo. Das ist das Schloss Volros. Ja, das weiß ich aus. Das Schloss von Volros, ist klar. Hi. Werden geschützt vom Stärke des Wassers. Das Königreich von Volros ist unbesiegbar. Da ist ein Gerücht, dass ein Schatz hier schläft. Hier unten. Im Schloss. Aha, okay. Da schaue ich später rein. Zuerst schauen wir uns mal das Schloss ein bisschen an. Also, typisch Schloss halt. Mit einer geilen Musik. Und hier ist mal gleich das Lager, gleich mal ausräumen. Hier ist ein Zelt. Und sonst eigentlich nichts. Hey. Legende besagt, hier wäre ein Eisesper namens Shiva. Ist hier irgendwo versiegelt? Aha. Shiva. Soll hier sein? Interessant. Was Shiva auch immer ist. Das klingt nach einer Dame. So, dritter Stock mit dem Schalter. Hui, wo geht's da entlang? Kleiner Geheimgang. Hi! Laut diesem Buch, Esper Shiva wurde im Wasser versiegelt bei einem Kristall. Aha. Soll nur ein kleiner Tipp sein, wo Shiva ist? Natürlich weiß ich, wo sie ist, aber hier gibt's einige Tipps. Es dauert etwas Zeit, ein Buch oder die alte Bibliothek im Westen zu erreichen. Eine alte Bibliothek im Westen? Mhm. Klingt mal interessant, aber eher noch nicht wichtig. Tja, ein bisschen geredet, ein bisschen geschwatzt. Und hier ist unten ist der erste Stock mit dem Schalter. Und hier geht's noch weiter hinunter. Zu einem Gefängnis. Sprechen wir lieber nicht mit denen, weil die sind alle ein bisschen böse drauf. Sind ja klar Gefangene. Wahrscheinlich auch nicht zu Unrecht gefangen. Hier kann man raus ins Schloss. Da werde ich mir später umschauen. Auf jeden Fall richtig geil. Was ist eigentlich da hinten? Hier ist ja ein Schalter. Das sieht man sogar. Also, dass man den Schalter sieht, ist ein bisschen... Ja, und... Oh. Wo geht's da entlang? Ach, hier geht's raus. Zum Wasser. Hallo, ich bin im Wasser. Juhu, ich bin im Wasser. Richtig geil hier. So, und jetzt brauche ich ein bisschen Glück, würde ich mal sagen. Ich gehe jetzt nämlich hinunter. Und, ich würde jetzt mal sagen, Leute, stellt alles so, wie es gehört. Moment, ich muss jetzt umgekehrt rechnen. Ja, passt so eigentlich. Und wechselt alle zum Top-Ritter. Das solltet ihr auch machen, weil hier kommt ein sehr krasser Gegner. Wirklich ein sehr starker. Und mit 4 Rittern ist man hier sehr gut bedient, also... Wünscht mir Glück, dass er nicht auftaucht. Okay, er ist schon da. Gleich weglaufen am Anfang. Es ist nicht Gaki Masra, den kann man noch nicht besiegen. Der Ritter ist der einzige Job, der es aushält. Wenn man Guard macht, dann bekommt man sogar 0 Schaden. Also der Ritter ist wirklich der einzige Job, der das aushält. Ich kenne keinen anderen Job. Und bitte nicht schon wiederkommen. Er kommt eh selten genug. Aber er kommt. Hier ist nämlich eine Elfkappe. Das kann man ausrüsten als Accessoire. Hat eine geile Fähigkeit. Man weicht Füßenschlägen manchmal aus. Mit manchmal meine ich eigentlich sehr oft. Und schon wieder. Was hat denn von vorne? Und ja, die Ritter, die schützen sich gegenseitig. Das ist richtig geil. Also, man braucht mindestens einen Ritter da unten, sonst schafft man das nicht. Ich kenne zumindest keine Weise. So, hier haben wir Speed, 1000 Gil und nochmal 1000 Gil. Und das war's eigentlich. Das Wichtigste ist die Elfkappe hier unten. Was anderes braucht man nicht. Und der Gegner greift immer von hinten an. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Er greift immer von hinten an. Da könnt ihr euch auf den Kopf stellen. Es ist immer von hinten. Es haben sie so programmiert. Und komm ich raus, komm ich raus, komm ich raus. Schweier. Und ich war schon fast tot. So, wieder Jobwechsel auf Blaumagier mit Wall. Yeah.
Und gleich ausgerüstet, die Elfkappe, die ist richtig geil. Besonders wenn man die bei Magier anwendet. Die gibt nämlich etwas Magie und halt die Ausweichfähigkeit. Da kann man Magier eventuell sogar in die vordere Reihe stellen und dann noch mit der Ability Wall. Dann greift man sogar die Magier sehr stark an, obwohl sie manchmal keine MP mehr haben. So, habe ich das wieder umgestellt. Dauert ja nicht lange, höchstens Minute. So, haben wir dieses Optionale auch mal gemacht. Es ist nicht einfach da unten. Wenn man Pech hat, dann ist man da unten Game Over. Und hier ist der König. Wenn das mal nicht Prinzess Lena ist! König Varus, es ist lange her! Ah, die kennt sich anscheinend. Hi. Bitte, bitte stoppt, dass der Wasserkristall entzogen wird. Bitte. Du, das ist wohl ein Scherz, oder? Wir sind vom Kristall abhängig. Wir leben mit ihm. Wir leben in Einhalt. Und wir sind voll abhängig von ihm. Aber wenn ihr weitermacht, wird der Kristall zerschmettern, zersplittern. Ich habe das über einen Windkristall gehört. Aber wir können nicht sicher sein, dass das auch mit Wasserkristall passiert. Ich würde mal sagen, sicher, sicher, schalt ihn aus. Und die Leute sind dagegen. Egal, schalt ihn aus! Wir sind in einer Situation, wo wir nicht zu reden haben hier. Wir müssen was tun. Es wird so plötzlich rot. Oh, es wird wirklich der ganze Beben. Was ist jetzt los? Was ist das? Es kommt ein Meteorit herunter. Wow! Schon wieder. Ein Meteorit. Hoffentlich verletzt sich Karloff schon wieder nicht. Und er landet genau... BAM! Hier. Wow, das muss ein Anschlag gewesen sein. Euer Hoheit! Ein Meteorit ist nahe des Towers gefallen. Was? Schaut hinaus! Schnell! Holt die Soldaten! Wir müssen durch den Tower! Ja, Sir! Es tut mir leid, aber ich bin in sehr Eile. Prinzess Lennart, wir werden das hier später diskutieren. Ich glaube, der Meteorit heißt nichts Gutes. Lasst uns gehen! Und eine geile Musik nebenbei. Die macht Laune. Hurra! Ist wirklich was passieren, so heißt die Musik. Und hier ist der Königsraum. Hier ist mal nix. Einfach mal nix. Nicht mal Geheimraum, soweit ich weiß. Tja, es ist ein neuer Meteorit aufgetaucht. Am nahe des Turms, wo der Wasserkristall ist. Es wird im einen sogar gesagt, also war kein Spoiler von daher. Raus hier und sofort zum Turm, wo der Wasserkristall ist. Wir müssen ihn retten. Und gleich mal ins Inn gehen, weil ich sollte mich vielleicht heilen. Ich habe nur noch sehr wenig KP, also von daher... Hallo! 20 Gil, ja, das geht. Das geht. Ist nicht zu überteuert, nicht zu billig. Passt, genau. Obwohl am Anfang 10 Gil war auch ziemlich billig. Aber war schon gratis. So, eine Runde geschlafen. Yeah! Und ab die Post da! Oder auch gesagt, ab die Post. Leider kann ich nicht laufen, ich habe keinen Dieb, aber egal. So lange dauert das auch wieder nicht. So, Minherio kann man nämlich hinfliegen. Yeah! La, 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 la. So, schauen wir uns mal den Meteoriten an und wow, was hat der für eine Bremsspur. Und hier haben wir schon den nächsten Gegner, den Galura. Ich habe schon mal gesagt, der ist hier. Den haben wir schon mal gesehen als kleines Kind und das hier ist der Vater. Der hält sehr viel aus, man merkt schon. Selbst die Monk machen kaum Schaden auf den. Beziehungsweise die Ability Wall. Ja, das heißt, er hat eine mega Verteidigung. So, und hier ist der Meteorit von Varus. Sieht genau aus wie der beim Schloss der Kuhn. Hat was. So, und hier ist der Wasserturm. Hi. Galura ist wie wild herumgerannt zum Schloss. Der König ist ihm gefolgt. Und es war ein merkwürdiger Krieger, den ich noch nie gesehen habe. Okay. Galura hat noch nie zuvor Menschen angegriffen. Das klingt nicht gut. Sofort gehen. Galura, das ist der Gegner, den wir gerade eben gesehen haben. Den gibt's hier. Und hier gibt es auch Eissoldaten. Die Eissoldaten haben eine Feuerschwäche. Überraschung, Überraschung. Absorbieren Eis. Mehr gibt's zu denen eigentlich nicht zu sagen, außer sie sind schnell tot.
und den Rickhalt-Mage, der ein bisschen nervig ist. So, 2 APP und ein Long Sword bekommen. Und noch Gegner. Gegner! Wow, 3 gleich mal wieder. Na, ich hau rein. Ich hau rein. Komm, hau mir rein. Also richtig. Wenn die das aushalten, dann mache ich mir Sorgen. Tod. So. 3 APB. 3! Hier drin lässt sich gut Ability-Punkte farmen. Aber nur für kurze Zeit. Warum werden wir bald sehen? So. Eissoldaten weg. Alles weg. Alles muss weg. Wir müssen den Wasserkristall retten. Ah, warum greifst du hinten an? Egal, der ist gut. Wenn man pro Kampf mindestens 2 APB bekommt, dann kann man hier wirklich sehr gut schon die Ability-Punkte farmen gehen. Wie viel brauche ich noch für den nächsten Level Blaumagier? 2! Okay. Dann habe ich das bald hinter mir. Passt, passt. Und hier ist der König! Galora ist nach oben gegangen. Bitte, Schützenkristall! Werde ich machen, aber zuerst. Hier ist eine Ranke. Rechts nicht. Das fällt einem vielleicht beim ersten Mal Spiel nicht auf, aber da kann man hochklettern. Das habe ich erst sehr spät rausgefunden, ehrlich gesagt. Und nein, ich spiele ohne Geiz. Hier ist nämlich ein Silkrob drin. Das ist für Magier eine Robbe, eine sehr coole. Erhöht Verteidigung, Magieverteidigung und ist sogar leichter. Und hinunter wieder. Oh! Babs! War ein schöner Flug hier. So, hier ist ein Speicherpunkt und hier ist ein Maiden's Kiss. Heilt vor Zustand Frosch. So, wieder speichern. Ist gleich hier der Bossfight oder so? Nein, da geht's noch weiter. Ich will schon zuerst einen Blaumagier haben beim nächsten Level. Der Wasserturm, der ist groß. Ich will wieder Gegner haben, bitte. Ah, danke. Ah, neuer Gegner, die Büffern! Soweit ich weiß, halten die einiges aus und haben eine Blitzschwäche. Aber kein Problem, wenn man viermal Ball hat. 2 Blitz und wir lernen die Blaumagie Blue! Das heißt, jeder Job, wirklich jeder, kann jetzt Blaumagie ausführen. Das ist richtig geil und ich mache hier jetzt ein bisschen Variation hier. So, Lena ist ein Allrounder eigentlich, könnte man sagen. Sie ist gut in allem. Eigentlich ist jeder gut in allem. Gehen wir mal Dieb mit... Oder Moment, nein, nein, ich mache das anders. So, ein Ritter mit Chakra, der sich selber heilt, ja. Da gibt sogar Sinn. Dann Barz ist ein Dieb, den mache ich gerne zum Dieb, mit Wall. Da greife ich mit beiden Händen an, weil ein Dieb kann nur ein Messer ausrüsten. Nur Messer, Leute, da ist Wall viel besser. Dann, ich habe jetzt sehr viel Auswahl. Schwarzmagie, ja, Schwarzmagie mit Chakra, der sich auch selber heilt. Und dann sollte man schon eine Waffe geben, mindestens ein Messer. Und in die hintere Reihe stellen. Und Galuf mache ich mal kurzerhand zum Weißmagier. Habe ich auch noch nie gehabt, aber egal. Mit Blue. Der kann Weiß- und Blaumagie wirken. Was richtig geil ist. Und jetzt kann ich schnell rennen. Wuhu! Weil ich Dieb mit habe. Was ist eigentlich der Ranke? Hier gibt es einige Ranken. Und hier ist gleich mein Item mit ein Silberring. Ah, der erhöht auch Status. So, Silberring. Jo. Soweit ich weiß, schützt er sogar vor einem Status. Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Da müsste ich lügen. So. Wieder ein Ranke hoch und. Ah! Schwerer Weg hier. Ah, ja. So, und hier haben wir ein Äther. Und in der Mitte ist nichts, also Fehlraum. Und jetzt sind wir am Wasserkristall angekommen. Und ein Krieger. In einer orangen Rüstung. Galora wird kontrolliert! Wir können ihn nicht den Kristall zerstören lassen! Wow! Galora! Haltet euch fest, es kommt! Seid bereit! Und Bossfight! La! Mal probieren, ob man was von ihm stehlen kann. Stehlen! Nichts gestohlen! Ah, das passiert so oft. So, dann hauen wir mal rein! Schwarzmagie! Feuer! Wenn wir mal ein bisschen Variation hier haben! Yeah, Weißmagie! Armor auf Barts!
Armor. Erhöht physische Verteidigung. Yeah! Und jetzt stillen! Jetzt habe ich mal eine bunte Gruppe und schon wieder nichts gestohlen. Ich will aber haben! Will haben, will haben! Zack! Schwarzmagie! Blitz! Bart! Weißmagie! Armor! Nein, nicht schon die Offbarns! Das deckt sich leider nicht. Das deckt nicht. Leider. Am Ende ist vielleicht, aber es ist nicht so. Stehlen! Ups! Ein Potion! Na toll, hat sich ja voll ausgezahlt. Afari ist böse. So, Babs! Autsch. Chakra! Selbstheilung. Rund 38. Das ist einiges. So, kann irgendwie alle heilen. Jo! Alle heilen! Ist allerdings schwächer, wenn man einen heilt. Und es ist wirklich sehr schwach, merkt man schon. Und jetzt Attacke! Bars mit Wall als Dieb ist schon geil. Und nebenbei, der Dieb ist sehr schnell. Ist wirklich sehr schnell. Wasch! Ah, oh, eine neue Attacke. Na, es ist wieder hart. Er wird langsam hart. Er wird hart! Chakra! Ups! Selbstheilung ist immer geil. Weißmagie, Armor auf Lena! Während ich was auswähle, ist die Zeit gestoppt. Das könnte man einstellen, aber nein. Brauche ich nicht. Attacke! Macht ihn toll! Und er countert auch noch. Jetzt fängt er erst richtig an! Yeah! La 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 la. Und Batsch! Wasch! Autsch! Und Schwarzmagie! Eis! Eis! Whoops! Ah, fern klingt's an zu nerven. Ah, derbe. Autsch! Und Faris hält kaum noch was aus. Und tot! Ja, ziemlich schlagkräftige Gruppe. Und das kann man dann down wechseln. Das finde ich richtig geil. Und der Kristall! Der Kristall! Es ist zu spät. Wir kommen zu spät, der Kristall! Nein! Batsch! Er ist zersprungen. Und es formen sich 6 Splitter. Wir sind zu spät! Batsch! Zerkaluf! Du weißt, wer ich bin? Zerkaluf! Ich war nicht imstande, den Kristall zu retten. Es tut mir leid. Sag mir, wer bin ich? Schützt den Feuerkristall. Tja. Und die Kristalle glänzen. Und das ist sehr schön. Die Splitter von den Kristallen. Leihen sie uns ihre Stärke? Ja, das tun sie. Was haben wir jetzt für neue Jobs? Berserker, der ist krass. Dann haben wir hier Zeitmagier. Dann den mystischen Ritter. Der ist geil. Dann den Summoner. Und einer meiner Linksjobs. Den Rotmagier. Werde ich alle kleinen Einzelnen erklären. Und was passiert jetzt? Der Turm beginnt zu senken. Wahnsinn! Was ist mit dem Splitter? Ich bekomme ihn nicht! Wie kriegt man denn? Nebenbei, der hier ist auch geil. So, raus hier! Den bekommt man hier noch nicht, den Splitter, Leute. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Den bekommt man nicht. Ich weiß, was für ein Job das ist. Es ist der krasseste im ganzen Spiel. So viel kann ich mal sagen. Mehr sage ich nicht. Syldra! Sie lebt noch! Syldra! Es lebt noch und es nimmt uns in den Maul hinein. Hey, friss uns nicht bitte! Syldra, du lebst! Hey, Faris! Und Mampf. Mahlzeit. Nein, wir werden nicht gefressen, wir werden von Syldra gerettet. Wahnsinn! Syldra hat uns gerettet. Unglaublich. Syldra! Syldra, du hast den Rest deines Lebensstärke gegeben, um uns zu retten. Was?
Syldra, stirb nicht! Nein! Syldra! Syldra ist jetzt endgültig tot. Aber sie hat uns gerettet. Syldra, danke. Syldra. Kann ich gut verstehen, dass sie traurig ist, Faris. Der letzte Schrei von Syldra. Tja, Wasserturm weg, Wasserkristall zerstört, Wasserturm unter Wasser, neue Jobs. So, wir haben bekommen, ja, den Berserker. Der ist interessant. Er greift ohne Befehl an, ist sehr langsam und sehr starker Charakter, hat sehr viel KP und das war's eigentlich schon. Er greift immer von selber an. Dann der mystische Ritter, der ist lustig. Er kann Schwerter verzaubern. Das ist einer der besten Abilities, finde ich. Dazu später mehr. So, dann haben wir einen Zeitmagier, der ist eigentlich relativ klar. Der kann Zeitmagie, so wie Hast, langsam, slow. Dann der Summoner. Das ist jetzt mit Chocobo, Piranha und das Ganze. Das ist der Summoner. Und Blaumagier. Und den Rotmagier. Der ist geil. Der kann nämlich gleichzeitig Weiß- und Schwarzmagie wirken, allerdings nur bis zur dritten Stufe des Weißmagiers und Schwarzmagiers. Und nebenbei, der Rotmagier ist der teuerste Job im ganzen Spiel. Da nehme ich jetzt mal rein. Er ist wirklich einer... Es ist wirklich der teuerste Job. Und es ist eine Mischung aus Krieger und Magier. Also er kann Schwerter ausrüsten, Stäbe... Und die Stäbe von Weißmagier. Es ist eine richtige Mischung, das ein bisschen crazy ist. Und man sollte ihm eher die Magie geben. Er ist mehr Magier als wie Ritter oder Angreifer. Er kann auch was anderes ausrüsten. Zum Beispiel starke Rüstungen. Und dann nehme ich immer zwei Rotmagier, weil das ist einfach nur crazy. Das werden wir merken, wenn ich den gemastert habe. Das wird allerdings etwas dauern. So, Garlof Weißmagier lasse ich jetzt mal die Zeit. Barzans Dieb passt auch fürs Erste. So. Haben wir da neue Jobs bekommen? Und was geht jetzt in Schloss Voros ab, weil das Kristall zerstört wurde? Da geht sicher gleich die Party ab. Oder Moment, ich mache Garlof zu einem anderen Job. Nämlich zum mystischen Ritter. Mit... Wall. Und nein, man kann nicht seine Hände verzaubern. Das fehlt leider ein bisschen. Man kann allerdings nur mit Schwarzmagie verzaubern, ja? Und mit einer Weißmagie, aber die kommt erst sehr spät im Spiel. Ich sage jetzt nicht welche. Allerdings ist der mystische Ritter wirklich geil. Das werden wir im Moment sehen. Geht das hier mit Magie? Magie, da ist Sword. Feuerschwert, Eisschwert, Blitzschwert, Schlafschwert, Stummschwert. Da kann man richtige geile Schwerter machen. Das hat was. Angst funktioniert es nicht auf jedem Schwert, da muss man aufpassen. Und hier ist das Königsraum und hier ist der König. Hallo. So, ihr hattet recht. König Voros, seid in Ordnung? Bitte geht nach Karnak und zerstört und behaltet die Maschine ab, die Kristall seine Stärke nimmt. Es sieht so aus, als wäre ein Meteorit in der Nähe von Karnak gefallen. Da ist keine Zeit zu verschwenden. Okay. Das heißt, wir müssen nach Karnak. Die Frage ist nur, wie kommt man dorthin? Das ist eine sehr gute Frage und ich muss jetzt mal kurz dann im Shop schauen, ob man hier was Bestimmtes kaufen kann. Ansonsten wird es sehr böse, nämlich ich habe etwas vor. Ich will mir Shiva holen. Es hat ja geheißen, Shiva ist in Voros, im Schloss, selber. Und da brauche ich ja... gibt's nicht, schade. Da brauche ich nämlich etwas Bestimmtes. Es wäre nicht schlecht, wenn man da vier Magier hätte. Egal. Schau mal rein, als erstmal speichern. Hui! Eine bunte Gruppe jetzt. Nicht mehr so langweilig, nur noch einen Job. Jetzt haben wir verschiedene Jobs. Nämlich Shiva ist dort, wo man es am wenigsten erwartet. Nämlich hier draußen.
Wenn man darauf kommt, man untersucht einfach mal alles. Und dann kommt man drauf, hier ist ein Wasserfall. Das sieht etwas interessant aus. Das ist ein bisschen auffällig. Man kann hineingehen. Und hier ist der Wasserturm von Castle Walls. Oh, nebenbei, hier gibt es eine Blaumagie zu erlernen. Learning, 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 learning. Genau, learning, learning, learning. Learning. Wir lernen eine neue Blaumagie. Und da die Blaumagie nicht auf alle geht, kann ich nicht sagen, auf wen sie geht. Also häus dich erstmal bei allen aus. Es kommt nur bei einem Gegner. Ich hoffe, der kommt bald. Wenn nicht, dann dauert es halt ein bisschen. Schauen wir mal. Nein, das ist er nicht. Den kennen wir schon. So, und zum Rotmagier. Wie gesagt, Weißmagie und Schwarzmagie. Das ist eine coole Kombination. Aber nur zu bestimmten Grad. Also nur bis Level Feuer 2, Eis 2. Und kritischen Treffer. Abgeblockt mit Schild. Geil. Ja, wenn man ein Schild ausgerüstet hat, kann man das hin und wieder abblocken. Das hat was. So, ein Ability Point. Yeah. Und jetzt muss ich ein paar Gegner suchen. Kommen die bald? Ah ja, da sind sie ja. Zwei kann ich so umbringen und die haben nebenbei eine Eisschwäche. Was eher ungewöhnlich ist für Frösche. Eisschwäche. Und Faris hätte ich vielleicht heilen sollen. Egal. Kür, was haben wir das? Eis. Whoops. Tod. 150 Schaden. Und jetzt heißt es warten gleich. Auf die Blaumagie, die ich haben will. Und nebenbei, ich kann mir zeigen, wie es aussieht, wenn man ein Schwert verzaubert, nämlich so. Eisschwert. Das Eisschwert, das hat schon was. Das hat jetzt Eiselementar. Und jetzt heißt es warten. Da, der Frosch-Song. Das ist eine Blaumagie. Kommt man vielleicht nicht drauf. Und jetzt Eisschwert. Haut ziemlich rein. Frosch schon gelernt. Yeah. Und Bartz ist jetzt ein Frosch. Das kann man wieder mit Mans Kiss aufheben. Yeah. So, ich gehe jetzt wieder Runde heilen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part vor. Der hier. Das rote Feuer da. Das ist ein Summon. Und es gibt nur ein Summon hier. Das ist Shiva. Werden wir im nächsten Part sehen. Und ich glaube, ich werde sogar einmal verlieren, weil... Es ist ein harter Esper. Er ist wirklich schwer zu besiegen. Also, sage ich jetzt schon mal bis zum nächsten Part. Ich hoffe, es hat hier gefallen. Es war ziemlich... Mit der Story geht es ziemlich weiter. Es geht ratzefatz hier. Kristall wurde zerstört. Der zweite. Wir müssen den Ritten retten. Können wir ihn überhaupt retten? Das alles erfahren wir dann in den nächsten Parts. Also, bis zum nächsten Mal. Und ciao.